Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist AniRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir die Saiyajin-Saga abgeschlossen und jetzt habe ich vorgenommen, mir ein, zwei Parallelquests zu genehmigen, damit ich offscreen ein bisschen was zu tun habe und, weiß ich nicht, Kleidung und so farmen kann. Aber hier will jemand mit mir reden, glaube ich. Also, ja, Konnichiwa. Ruf den Zeit, sondern der die Quest Harter Kampf Genio-Kommando abgeschlossen hat. Noch einmal, rufe den Zeit zu deiner Quest Harter Kampf Genio-Kommando abgeschlossen hat. Okay. Ich habe damit nicht gemeint. Ja. Ich habe mir nochmal den Charakter neu erstellt. In ein bisschen, ich habe mir ehrlich gesagt meinen ersten Part vom ersten Teil angeguckt und alles ganz genauso. Komischerweise waren die ganzen Sachen, die Erstellungsoptionen und so noch alle die exakt gleichen. Und ich habe den exakt gleich nachgestellt jetzt. Jetzt sollte er eigentlich genauso aussehen wie mein Charakter. Da hinten. Da hinten, den sieht man doch, ne? Ja. Zeigen. Kann ich zeigen? Nein. Was zum? Okay. Ja, ein paar Parallelquests. Ich habe schon die zweite Stufe, glaube ich, freigeschaltet. Ich werde wahrscheinlich die hier alleine machen. Aber ab die zweite werde ich mir wahrscheinlich irgendwie Verstärkung holen. Und ja. Hier kann man schon die ersten Sachen farmen. Ich glaube nicht, dass ich alles auf einmal beim ersten Durchlauf kriege, deswegen machen wir die mal, damit ich ja die Offscreen machen kann. So, eine Allianz, Saiyajin-Brüder. Jetzt hat er Erfolg, Son Goku und die anderen sind auf ihn eingefallen. Hat sie auch, bevor es spät ist, dieser Dreck. Son Gokus Schildkröten-Gi. Son Gokus beschissener Schildkröten-Gi, okay. Und Jindo Jun, es hat ein Dingens. Wieder so ein Dingen hier so zum Fahrzeug, meine Güte, boah, schwer. Aber da ist das gleiche Ding, arroganter Kleiner, okay. Also kein Fahrzeug, aber egal, machen wir jetzt. So. Ach ja, ich habe mir im Laden Yamchus Seele geholt. Damit werden meine Ki-Explosion ein bisschen stärker. War die beste, die ich im Moment holen konnte. So. War schon ein paar Charaktere freigeschaltet hier. Lass mal hier. Guck mal, Black Goku, geil, ne? Und Trunks aus der Zukunft. In aus Dragon Ball Super. Nehmen wir nur die beiden direkt. Fähigkeiten. Okay. Immer Trunks aus Dragon Ball Super und Black Goku. Ich finde das so geil in seine Stimme. Ich meine, es ist die exakt gleiche Stimme wie die von Son Goku, aber mehr so sinister, so bösartiger, so. Irgendwie so beruhigender klingt die Stimme, finde ich irgendwie voll geil. Allgemein in seinem Design. So, wir besiegen alle Gegner, ja. Ich würde sagen, wir gehen erst auf Raditz los, weil der dafür gesorgt hat, dass die. Aber können wir nicht, okay. Komm, machen wir erst Piccolo. Und meine Kirchsoßen sind stärker. Ach ja, und ich habe mir. Was? Okay. Der von Piccolo hier. Cool. Okay, ich habe biegsames Kamehameha. Und keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich soll irgendwo drücken und dann verfolgen sich die Dinger. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wir gehen mal auf Hans los. Hey, da liegt was. Oh, ich habe Ausrüstung bekommen. Habe ich von Gokus beschissene Dinges bekommen. Ach, da ist Dingens hier, die Attacke von Krillin. Das ist nur einfach. Yay. Oh nein, es geht weiter. Das Krillin. Ich soll Onkel Raditz in Frieden lassen, okay. Okay. Komm mit Krillin. Wir haben Son Goku eigentlich schon voll platt gemacht, aber okay. Die machen den alleine platt. Ultimativer Finisher, okay. Das freut mich. Wow, das war sehr einfach. Warte mal, willkommen. Son Goku ist beschissene Schildkröten geh und beschissene Schildkröten geh Hose. Habe ich jetzt schon alles. Wäre natürlich geil, wenn man alle Sachen
beim ersten Mal überbekommt. Okay, dafür muss ich mir jetzt nicht verstärken und für die ersten Dinger habe ich so das Gefühl. Okay. Ja, da war ja noch extrem, aber das Spiel ist allgemein sehr viel einfacher. Deswegen tue ich mir auch im Moment noch nicht so Sorgen machen um die Attribute. Ich habe jetzt 10 in Ki und 10 in Gesundheit. Und ich glaube, ich werde jeden Stat irgendwie sehr ausgeglichen hier hochleveln. Weil ich habe im ersten Teil alles auf Superangriffe und so geballert. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich verdammt wenig abziehe bei den Gegnern. Und ich habe nur meine Angriffe gespammt. Ich habe mich immer in Super Saiyan schon mal mein Ultimate gespammt. Und ich hatte nicht so das Gefühl, dass das so stark war. Also ja. Oh, zeig mal. Das ist dann die rote, Orange, ne? Beschädigte, okay. Nicht beschissene. Natürlich geil, wenn man. Aber ich habe jetzt nicht Dingens bekommen, ne? Jindo Jun. Da, ich habe nicht Jindo Jun bekommen, deswegen muss ich die Quest sowieso offscreen nochmal machen. Ne? Weil sind zweimal Dingens. Einmal ist hat Rose und einmal ist hat. Egal. So, Weltkampfteam, meine Verzögerung der Geschichte. Ja, wow, der Weltkampf 3 gegen 3 läuft. Oh, Kriegen haben schon Tension an. Piccolo, Dämonenkleidung. Plus Turban und Sandfaust. Okay. Und ich bin da genauso chillig jetzt. Ist natürlich jetzt nicht die ganze Zeit Trunks und Black Goku. Da habe ich den freigeschaltet. Wer kämpft denn noch im Turnier? Ja, Son Goku an. Son Goku und Piccolo würde ich jetzt sagen. Ja, das passt da nicht so. Hatte der seinen Turm mal an dem Kampf? Ja, ne? Keine Ahnung, Piccolo sah in Dragon Ball noch sehr schmächtiger aus. Kampf im Weltturnier. Weil ich da sah der Turm halt irgendwie so, als würde er zu ihm gehören. Weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Ja, okay, gut. So. Boah, ist ja überall Konfetti. Was ist das denn? Ist halt wunderschön. Ja, kann ich. Ah ja, letzter Schlag habe ich auch eingepackt. Ja, so, ja, wir können nie im Ring aus irgendwie dann. So, oh mein Gott. Wenn ich eine Attacke von Vegeta. Ich weiß aber nicht, ob diese Ki-Explosion uns angefangen wäre gefallen. So vielleicht. Ist ja das. Ja, der Schuh fliegt natürlich als erster raus. Und Krillin. Ein Ki. Ein Finisher. Oh Gott. Also, okay, gut. Wir gehen einfach auf den Kollegen. Vielleicht rastet Son Goku dann aus. Ja, Piccolo gegen Piccolo, oh Gott. Boah, okay, gut. Tschüss, Son Goku. Mein Gott. Okay. Wenn ich einmal drücke, geht er nach oben. Wenn ich nochmal drücke, dann geht er nach unten oder was? Sitzt du innen? Du Idiot. Oh nein Gott, ich bin der Idiot. Teleportiert. Na komm, Mann. Wurf. Super. Was ist das denn? Okay, komm. Ultimativer Finisher, ah, geil. Aber ich habe nichts bekommen, glaube ich. Nee, ich habe nichts bekommen, leider. Doch. Da muss ich auch noch mal machen, um die anderen Sachen zu bekommen. So wird das offscreen ablaufen. Deswegen mache ich die Dinger jetzt, weil ich wusste, ich krieg nicht alles auf einmal. Wahrscheinlich habe ich auch nicht immer den ultimativen Finisher sofort. Deswegen ich die schon wieder aufs Screener machen muss.
Aber jetzt habe ich halt immer geschafft, also bin ich halt gut. Ist gut. Ja. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt die Attributspunkte so, weiß nicht, sehr, sehr spontan wechseln, weil ich nehme an, man kann seine Attributspunkte wieder zurückstellen, wie im ersten Teil, indem man sich das für den Dragon Balls wünscht. Also ja, deswegen mache ich mir jetzt nicht so Gedanken. Aber nehmen wir noch Grundangriffe, weil die benutze ich sehr oft. Wahrscheinlich drehen jetzt alle so am Rad. Warte, so Bild und so tut man seinen Charakter aber nicht bauen. Gibt es extra so Builds hier für die Charaktere? Kalkosen, so ein. So, Raditz sagt, in ein Jahr kommen zwei stärkere Sergeants. Zeit für Training, ja. Keine Ahnung, 9 war der erste vom zweiten Rang, also nehme ich mal an. Ja, wer will noch trainieren? Warte mal. Bring die beiden Sergeants direkt mit. Ich habe gehört, zwei Sergeants kommen. Ja, mit denen trainiere ich gerade. Was? Ja gut. Da werde ich auch wahrscheinlich offscreen. Gucken, ob ich Krillin als Meister hochleveln kann. Boah, Entschuldigung, damit nicht. Weiß ich nicht. Die ist von Gorn und Piccolo, die noch gar nicht hier. Damit ich das irgendwie aufnehmen kann, so wie im ersten Teil. Wer den ersten Teil bei mir geguckt hat, der weiß sowieso, wie das so ein bisschen abläuft. Wie viele Parts habe ich überhaupt nochmal im ersten Teil gehabt? 50, oder? Irgendwie so 55, 57, irgendwie so was. Ja, hinter der Brücke. Oh, oh nein. Alter. Hol dich doch mal. Nicht nur du bist scheiße, auch deine Seele, die ich gekauft habe. Scheiße, was soll denn das? Du bist hier unten. Curry. Wurde Krillin irgendwie nach Curry benannt? Wir kennen doch Akira Toriyama und seine Namensgebungen. Der denkt doch nur ans Essen, so wie ich das. Na, warte mal, ja. Oh, okay. Hier kann man doch bestimmt irgendwie reingucken, ne? Kann man da reingehen? Das wäre geil, nein. Was? Da war jemand. Oh, Zeitsoldaten. Die geben normal. Oh, was? Das sind wieder richtig Bonzen aus der Tür. Ich meine, Zeitsoldaten gaben immer Dragon Balls im ersten Teil. Also nicht immer, aber. War wahrscheinlicher. Mein Gott. Ah. Ah. Ja, ich habe noch einen Angriff. Sehr gut. Ja, ich glaube, von Zeit oder dann hat man doch immer Dragon Balls bekommen. Da wäre ja natürlich richtig geil. Ich schon, weiß ich nicht. In den ersten Folgen direkt Dragon Balls. Ich tue sehr viel Vorbereitung auf Screen. Treffen auf jeden Fall. Ich habe keine Ausdauer. Oh. Autsch. Aber je mehr HP ich verliere, desto stärker werde ich. Bin verkackt, das hat er. Ah. Bin verkackt, das hat er. Jen. So, okay. Nein. Okay, wir haben einen kleinen Rücktritt bekommen, aber jetzt hauen wir rein. Was zum? Warum hat der so viel? Was ist mit dir? Warum hast du denn so viel HP? Bist du eigentlich irre? Ich will mal ein normales Karriere haben. Dann ist auch noch einer. Ich habe Ausdauer. Das gibt's doch nicht. Oh nein. Was ist das?
Leute, komm her. Also schon ein bisschen schwieriger, ja, das Gefühl. Das ist ja auch so schwer, wie, ey. Was? Ich treffe dann ja gar nicht, wenn ich das benutze. Oh, was? Was geht hier vor? Ja, voll verwirrt so. Komm her. Doof. Und zack, zack, sau gut. Wo ist weg? Wo ist Vegeta? Ach, der wurde schon wieder blöd. Ach ja, die tun sich auch gegenseitig wieder beleben. So, wo bist du? Wo bist du? Ja, doch geil, wie man sich in Tenkaichi einfach hier so durchpreschen konnte durch die Häuser. Kuckuck! Hier trägt's grün. Es kann nur einen geben. Es kann nur einen Spasti geben. So, komm mal her. Meteorinhagel, sehr gut. Gib mir einen Dragon Ball, bitte. Oh Gott. Ausrüstung, okay, ist auch gut. Öpf. Kein Dragon Ball. Obwohl, wird das nicht wird das unter der Belohnungenliste auch angezeigt, ein Dragon Ball bekommen kann? Ich weiß das nicht. So, nur Son Gohan. Ja, wenn jemand... Wenn Son Gohan mit irgendjemand anderen im Kampf ist, würde ich lieber erst den anderen erledigen. Ich dachte, für Son Gohan kann ausrasten. Du. Na, kommt, wer auch immer. Ja, Piccolo. Luther Bengel so ein ist. Oh, ich bin schon wieder so aggro. Und so wurde schon erledigt. Okay, sieht das dann mehr ab, auch wenn ich das so mache? Ich kann auch direkt einfach schießen auf den Gegner. Also. Ach, das ist der Angriff von Muten Roshi. Stimmt. Oh, hi, ja. Also Angriff von Muten Roshi im gegen Son Goku im großen Turnier, den eingeschläfert hat und somit gewinnen wollte. Glaube ich. Ja klar. Nein, aber nur normal bin ich schon. Nein, das heißt, ich muss irgendwas machen, ja. Irgendwas sehr kryptisches. Letzte Schrei, ey, die kann man sich auch kaufen. Gut, dass ich kein Geld ausgebe dafür. Ja, werde ich wohl offscreen hier den ultimativen Finisher herausfinden müssen. Weil den so lange zu machen, bis ich den irgendwann bekomme, ist sehr nervtötend. Nicht Let's Play freundlich, also ja. Wir haben den Kampf einmal gemacht und das ist doch das, was zählt. So, einen schaffen wir noch. Hallo. Da können wir uns ja noch mal kurz unsere Beute anschauen. Was haben wir noch hier? Saiyajin Blut, okay. Wir haben 1, 2, 3, 4 gemacht. Singe Piccolo und Son Goku. Son Goku weigert sich. Es ist eine Schande für ein Saiyajin. Mach ihn fertig. Okay. Deswegen weigert er sich. Na gut, dann kommen. Halt jetzt. Nappa. Oh nein, mein Gesicht, meine wunderschöne Modelkarriere. Ich kann Nappa nicht mehr ernst nehmen. Nicht nach Dragon Ball Abridged. Okay. Nein! Oh nein, wir haben noch einen Raditz. Ach du Kacke. So, ich muss hier auf Raditz aufpassen. Ich weiß auch nicht, welcher Raditz. Ich nehme mal an der untere, weil der obere ist
Ich habe vorhin hat es als erstes ausgewählt. Und der untere hat schon. Wo ist er? Fass ihn nicht an. Schlaf, Kindchen, schlaf. Die Quests werden ja immer einfacher, je stärker man eigentlich ist. Ne? Also irgendwann muss ich die so locker weg. So schnell geht daran. Ja, ich meine, so eine exakt gleiche Quest hat man auch im ersten Teil. Finger weg von dem. Alter. Was ist hier? Nein, ist nicht hoch genug. Wir gucken so. Doch, hier bin ich. Habe ich welche Charaktere hier noch vorkommen? Bei mir Future Trunks und Black Goku. Das ist jetzt die einzigen neuen, die ich gesehen habe. Ich will auf jeden Fall noch ein paar neue dazu kommen. Sind. Hit ist glaube ich auch hier in dem Spiel. Habe ich irgendwie in so einem Trailer oder so bei Facebook gesehen. Oh, folgt das einen dann oder was? Oh. Komm, Onkel Raditz. Von deinen Enkel ja kaputt. Ja, nicht Enkel, Neffe. Oder? Ich kann mich mit sowas nicht aus. Der Kampf ist schon wieder einfacher. Der letzte Kampf gegen die Zeitsoldaten, der war schon heftiger. Das ist ja das und das und das und das und das und das. Das ist irgendwie unpraktisch, diese Attacke. Aber okay. Im Fünfjährigen kaputt geschlagen. Die war Finisher. Na? Hey, Sangoku, warum stehst du noch auf? Du bist besoffen, geh nach Hause. Weil er sich hier in Super Saiyan. Gut gemacht, Raditz. Der eine Raditz, nicht der andere. Der andere ist egal. Der andere Raditz ist nicht halb so cool wie der eine Raditz. Was? Was? Nein! Nein! Der Eis kann auch nicht umgehen. Aber war doch bei der Charakter schon so, ne? Okay, den kannst du ruhig kaputt hauen. Glaube ich. Ich bin mir langsam nicht mehr so sicher, welcher ist. Ich bin mir auch Nummer sicher. Und ich schütze beide. Er ist bestimmt der Dingens, ne? Der Richtige, ja. Der nicht sterben darf. Mein Glück. Da würde ich echt kotzen. Übertreib's ja nicht, Mann. Ultimativer Finish. Oder das ist doch hier so bei Saiyajins, ne? Je stärker die lediert werden, desto mehr Schaden machen die, ne? Oh, oh, ich dachte, 4 Sterne, Dragon Ball. Da kann ja mehr Arme freigeschaltet. Haben will. Das ist. Okay. Gucken wir mal. Geld habe ich bekommen. Ich habe, glaube ich, als ich Aufnahme gestartet habe, irgendwann mit 40.000 oder so gehabt. Kann ich auch mal ein paar. Wo ich werde erstmal hier, weil nämlich Klamotten farmen bei den 5 Missionen, die wir gemacht haben oder 4. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Werde ich wahrscheinlich wieder so, weiß nicht, 3-4 Level oder so höher sein, aber pff, ist mir vollkommen egal. Ich meine, weiß nicht.
einfacher, sehr viel einfacher wird das Spiel nicht durch die Dinge. Okay. Warte mal. Okay, das ist auch wieder so eine Sache. Wie sieht man das? Gesamttrainingsstufe Anfänger. Hm. Also ich kann halt nicht offscreen leveln oder was. Das ist natürlich sehr doof. Was machen wir da noch? Ganz schnell. Ganz schnell. Da lag irgendwas. Ah. So viele Sachen, die wir neu machen müssen. Okay. What? Ich bin da durch. Mach mal noch schnell. Die Kämpfe gehen normalerweise auch sehr schnell. Schön. Wo bist du? Ah. Geschäftsführer. Wo ist Geschäftsführer? Boah. Ausbilder, Ausbilder, Ausbilder. Wo ist er denn? Zubehörladen, was? Kenn ich auch noch nicht. Ja. Also kommst genau richtig. Mir ist gerade eine gute Trainingsmethode in Canton City eingefallen. Willst du sie versuchen? Nehme ich Trainingsmethode Milchlieferung. Sie hat etwas, das Son Goku und ich früher gemacht haben. Ist also nicht gerade originell. Schau vorbei und probier sie mal, wenn du magst. Rin hilft dir beim Training, indem er Milch und bestimmte Zeitsoldaten in Canton City leveln lässt. Weil ich melde dich bei Krillen zurück, um noch bessere Belohnung zu halten. Wenn eine Lieferung gerade aufzurufen, du kannst nichts um den Schritt zu landen, um nicht schnell. Okay. Nee. Lass mal das mal. Würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge vielleicht mal. Wir müssen noch so viel erkunden und herausfinden und lernen in dem Spiel. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich bedanke mich dann schon mal herzlich für jeden Zuschauer hier. Und wenn euch auch irgendwas gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte irgendeine Art von Feedback, von in Form an einen Daumen nach oben, einen Kommentar, einen Daumen nach unten, wenn euch das Video nicht gefallen hat oder sonst irgendwas. Ein Abo wäre natürlich auch sehr schön. In dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.